Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Angelvideo auf Big Fish Media. Ich bin heute am kleinen See unterwegs, möchte eine Nacht auf Karpfen fischen. Heute ist es keine Grewald-Folge, weil der Ewald heute nicht dabei ist. Das ist zum einen schade, zum anderen aber ist es auch erfreulich, denn der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich habe es im Irland-Video von ihr gesagt, dass der Ewald nicht mitkommen konnte nach Irland, weil er Papa wird Papa geworden ist in dem Zeitraum. Da haben uns oder dem Ewald viele alles Gute gewünscht und Leute, ich kann euch sagen, es hat geklappt. Ewald ist Papa, hat eine gesunde Tochter, 5000 Gramm hat er mir gesagt, das ist fast so dick wie der Papa oder fast so schwer. Auf jeden Fall properes Kind und wir bedanken uns, Ewald natürlich auch, für die ganzen guten Wünsche von euch. Aber wie das so ist, wenn man Papa wird, dann kann man nicht mehr so viel am Wasser sein, zumindest die Nächte sollte er dann eher doch zu Hause bei seiner besseren Hälfte sein und sich um das Kind kümmern. Und deshalb wird es wahrscheinlich in Zukunft so sein, dass ich wieder häufiger mal, gerade beim Nachtangeln oder so, dann alleine unterwegs bin. Aber das ist ja auch ganz verständlich. So ist es, wenn man ein Kind hat. So muss es auch sein. Und das werde ich schon alleine hinbekommen. Und es ist so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so wie früher dann wieder, als ich noch ohne Ewald gefilmt habe. Aber ich denke, das werden wir hinbekommen. Es ist dann halt leider ein bisschen schwieriger mit dem Drillfilmen und mit Detailsfilmen und so. Da ist es immer besser, wenn man zu zweit ist. Aber ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen. Und ich werde auf jeden Fall dranbleiben, dass ihr auch weiterhin auf dem Laufenden seid, was ich oder was wir so beim Angeln so treiben. Und wie gesagt, ich habe es gesagt, heute Nacht eine Nacht auf Karpfen am kleinen See. Ich weiß gar nicht so richtig, Thema habe ich heute eigentlich gar kein besonderes. Einfach nur mal angeln gehen. Ich nehme euch mit heute, zeige, was ich vorhabe. Und dann gucken wir mal, ob wir heute Nacht oder ob ich heute Nacht erfolgreich bin. Und ich würde sagen, ich mache jetzt alles parat. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Video. So, erstmal ein paar Worte zum Futter. Futter gehört natürlich dazu beim Karpfenangeln. Und ich habe heute so ein ganz einfaches Futter dabei. Ich mache mir heute aus Paniermehl und normalem Dosenmais mache ich mir eine Futtermischung. Und Mais packe ich auch an den Haken, hat sich hier an dem Gewässer als sehr gut erwiesen. Zusammen aber noch mit den Anaconda-Tigernüssen, mit den Haltbaren, da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Gibt also eine Köderkombi. Ich mache jetzt im nächsten Schritt erstmal das Futter fertig, weil es wird ja auch jetzt relativ schnell dunkel im Spätherbst. Und oder Herbst, dann soll das Futter auch schnell wirken und ich will auch die Ruten gerne drin haben. Jetzt habe ich soweit alles fertig vorbereitet, Montagen sind fertig. Ich habe angeködert an der einen Route einen etwas kleineren Köder mit einer Tigernuss und drei Dosen Maiskörnern und an der anderen eine etwas längere Kette. Ich mag übrigens sehr gerne diese Kombination bei den Partikeln aus einer widerstandsfähigen Tigernuss. Die bleibt auch länger am Haken und diesem attraktiven Dosenmais, der ist, wenn es das Gewässer ermöglicht, wenn ihr nicht so viel Brassen oder sowas habt, ist das besser als dieser hartgekochte Mais, weil der einfach attraktiver ist, dieser Dosenmais. Und so habe ich eine haltbare Kombination aus der Tigernuss und aus diesem Dosenmais. Das hat sich hier an diesem Gewässer bewährt. Und dann gucken wir mal, ob das auch diese Nacht so ist. Ich werde auch ein bisschen anfüttern mit dem Paniermehl, mit den Paniermehlbällen, mit dem Mais. Und ich sage noch ein bisschen was zum Gerät heute. Wir fischen, oder ich, Ewald ist ja nicht dabei, deshalb muss ich wieder ich sagen. Also ich fische heute hier eine kurze praktische Karpfenrute, und zwar den Bankstick 2 in 9 Fuß und 2,75 LB. 9 Fuß, 2,70 Meter für eine Karpfenrute, recht kurz. Aber hier an dem kleinen Gewässer brauche ich keine ellenlange Rute, wo ich weit werfen muss. Die hier ist praktisch, die kriege ich schnell zusammengebaut, die kann ich sogar in den Kofferraum so packen, ohne sie auseinanderbauen zu müssen, wenn ich morgen wieder nach Hause fahre. Also an diesen kleineren Gewässern,
Bankstick 2 in einer kürzeren Länge, 2,70 Meter, reicht hier vollkommen aus. Und das ist heute meine Gerätewahl zusammen mit der Shortcut 4000. Ist auch eine Rolle, die genau zu dieser Kombi hier passt oder genau zu dieser Route hier passt. Alles ganz einfach gehalten. Jetzt kann ich auswerfen. Ich fische ja hier heute mit Stickern. Also die Routen etwas, ja, mit ein bisschen Abstand, weil ich zwei unterschiedliche Stellen beangeln werde. Eine, von der ich denke, dass sie heute gut ist, und von der anderen, von der ich weiß, dass sie gut ist, weil der Ewald da immer gefangen hat, der ist heute nicht dabei. Deshalb der Vorteil heute, ich kann seinen Platz befischen. Und das werde ich jetzt mal machen. Es wird bald dunkel. Ich will die Routen schnell raus haben, beziehungsweise die Montagen schnell im Wasser haben. Dann noch ein bisschen Futter drumherum und dann kann es hoffentlich losgehen. Leute, die erste Route liegt, ihr habt es gesehen, nicht weit draußen. Hier braucht man nicht weit werfen. Ich habe die jetzt da, ja, auf eine Wassertiefe von 1,50 Meter, 2 Meter gelegt. Das sollte noch gehen. Jetzt bin ich an dem Platz vom Ewald. Ja, wie gesagt, der Ewald-Spot hier. Ich kann ihn hier heute Nacht befischen, weil Ewald nicht dabei ist. Da werde ich jetzt die zweite Montage hier drauflegen. Und dann ist alles soweit vorbereitet. Natürlich muss da noch Futter drauf. Und dann kann es losgehen mit der hoffentlich erfolgreichen Karpfennacht. Ich bin gespannt. So, hier muss ich hin, hier bin ich richtig. Und jetzt lege ich da über diese überhängenden Bäume. Ich hoffe, man sieht das, ist auch ganz knapp am Ufer, aber da ziehen die Karpfen erfahrungsgemäß lang. Da lege ich jetzt die Montage einfach hin. Da ist auch so 1,50 Meter, 2 Meter, genau dahin. So, liegt. Jetzt muss ich aber hinten hin zurückgehen zu meinen Routen, weil das ist ein Stück. Aber da gehe ich lieber, weil da kann ich die Montage hier ganz genau ablegen. Besser als wenn ich werfe und dann von da hinten werfen muss. Das ist ungenau. So ist es super genau. Ich kann die Route genau platzieren, wie ich es haben will. Und dann gehe ich halt die paar Meter zurück, mache mir den Bügel auf hier. Dann gehe ich zurück und lege die Route ab. Es ist alles parat, alles ist angerichtet, wie man so schön sagt. Jetzt das Wichtige, wenn man alleine ist, so wie ich heute, Kescher aufbauen, ganz wichtig, denn wenn jetzt eine Route abpfeifen sollte, man weiß es ja nicht, dann, und der Kescher ist nicht einsatzbereit, dann habe ich ein Problem. Wenn der Kumpel mit dabei ist, dann kann der den Kescher in der Zeit aufbauen, aber das habe ich ja heute nicht. Deshalb werde ich jetzt hier den Kescher noch parat machen, den bereitlegen hier. Oh, es hat schon gepiepst, aber... Das war nur ein einzelner Piepser, wäre ja zu schön gewesen. Also Kescher parat machen und ja, dann ist hoffentlich wirklich alles angerichtet. Jetzt die Liege noch aufgebaut, Schlafsack draufgepackt, Zelt oder so oder Schirm habe ich nicht dabei, wie ihr sehen könnt. Soll die Nacht trocken bleiben und es geht auch noch, also wenn es noch später im Jahr wird, dann wird es natürlich kritisch, dass hier morgens alles nass ist oder so. Aber ich mag das eigentlich so, wenn es trocken ist, mache ich das gerne, weil dann habe ich am nächsten Morgen wieder schnell abgebaut, muss nicht mit dem Zelt rummachen oder mit dem Schirm oder so. Und ja, so mal in den Nachthimmel gucken. Das finde ich ganz cool. Wie und, ja, aber einige haben mir schon geschrieben, dass sie das nicht verstehen, ohne Zelt, ohne Schirm oder sowas. Aber ja, finde ich ganz, ganz normal. Wie gesagt, wenn es regnet oder stürmt oder so oder richtig kalt wird dann nachher, dann nicht. Aber sonst habe ich so damit kein Problem. Und ja, vielleicht seht ihr das ja anders.
wenn ihr mal unbedingt immer Zelt oder Schirm oder sowas wollt, kann ich auch verstehen. Manche sagen, ich will irgendwie ein bisschen was drumherum haben, auch als Schutz vor Spaziergängern oder so. Gibt es auch Gewässer, wo ich das auch mache, wenn da viel los ist, dass ich dann irgendwie so auch eine Art Sichtschutz haben will. Aber hier, so jetzt, hier wird heute Nacht wahrscheinlich niemand kommen. Deshalb ist das so für mich die beste Lösung. Wenn ihr das anders seht, postet es doch mal in die YouTube-Kommentare rein. Oder wie macht ihr das? Ohne Zelt, mit Zelt? Seid ihr da ja, einer stringenten Meinung oder macht ihr das so wie ich? Könnt ihr ja mal reinposten. Ich würde mich freuen über eure Meinung. Lese ich mir natürlich alles durch. Und ja, ich denke, jetzt kann der produktive Teil mal kommen, beziehungsweise der gemütliche Teil für mich. Ich warte jetzt, bis es dunkel wird. Für gewöhnlich ist es so, dass es hier eher in der Nacht läuft. So Riesenfische sind jetzt auch an diesem Gewässer eigentlich nicht zu erwarten. Überall wird es ja schwieriger. Also ich glaube, wenn man hier einen Fisch fängt, dann ist man schon gut. Das ist immer auch mein Ziel. Natürlich fange ich gerne einen großen Fisch, aber ich gehe natürlich erstmal, um überhaupt was zu fangen. Und wenn ich was fange, dann freue ich mich und dann ist der Trip schon ein Erfolg. Und ich würde sagen, so warte so, unter dem Motto machen wir jetzt mal weiter. Ich lasse jetzt mal den gemütlichen Teil hier beginnen, dann wird es auch gleich dunkel und dann schauen wir mal. So Leute, es ist jetzt dunkel. Keine Aktion, außer die paar Piepser, gerade eben, wo ich geredet habe. Ja, mal sehen. Also es war auch nicht anders zu erwarten. Ich denke, wenn was kommt, dann in der Nacht. Ich habe mit anderen Anglern noch gesprochen, die jetzt hier ja, gestern waren. Die haben sehr schlecht gefangen. Keine Ahnung warum. Eigentlich ist jetzt eine gute Zeit. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, deshalb ein Fisch fangen ist das Ziel heute Nacht. Dann wäre ich schon zufrieden. Und ich habe jetzt das Stativ vorne hingestellt, dass ich, wenn es einen Biss gibt, dass ich wenigstens irgendwie ein bisschen Drill filmen kann hier ohne den Ewald. Aber erstmal einen Fisch kriegen, alles weitere wird sich ergeben. Und wenn dann die andere Route auf dem Sticker abläuft, wo ja, das Stativ nicht steht, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber wie gesagt, das ist das geringste Problem. Erstmal einen Fisch dran bekommen und alles weitere wird sich ergeben. Drückt mir die Daumen, dass was geht die Nacht. Moin liebe Leute, ja ihr habt es gesehen oder besser nichts gesehen, die Nacht ist rum, kein Fisch, weder auf meinem Platz hier noch auf den vom Ewald. Ja also die Berichte von den anderen Anglern, die haben mich ja, hätten mich ja eigentlich ein bisschen skeptisch werden lassen können, aber ich war doch eigentlich optimistisch, weil die Plätze sind gut, das Futter war gut, das hatte sich schon bewährt. Und jetzt keine Aktion, Jahreszeit ist gut. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, woran hat es gelegen. Keine Ahnung. Bin jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht. Hätte euch gerne Fisch gezeigt und ich hätte natürlich auch gerne einen Fisch gefangen, wenn man sich schon die Nacht hier um die Ohren schlägt. Ja, aber so ist leider Angeln, das gehört leider auch dazu. Und ich denke, das können wir auch in den Videos zeigen. Denn man hat nicht immer Sternstunden beim Angeln, nicht immer läuft es gut und ja, wer euch erzählt, dass er immer fängt, der schwindelt. Und ich glaube, deshalb wird das heute ein Video ohne Fisch. Ich habe die Routen auch noch so lange drinnen gelassen, wie es geht, habe das meiste andere schon abgebaut, weil ich heute noch ins Büro, in den Shop bei uns muss. Aber ja gut, ich denke, da wird jetzt auch nichts mehr gehen. Ich muss jetzt die Route rausholen oder die zwei Routen, die ich noch drin habe und dann hier aufgeben. Aber ich werde hier nochmal wiederkommen im Herbst, das lasse ich nicht auf mir sitzen und dann wird es hoffentlich besser laufen und dann kann ich euch hoffentlich Fisch zeigen. Ihr seid dann hoffentlich wieder mit dabei. Ich wünsche euch mehr Petri Heil, wenn ihr beim Angeln unterwegs seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.